Hallo und willkommen zurück zu Märchenmysterien der Puppenspieler. Wir haben noch das Bonuskapitel vor uns und ich würde sagen, schauen wir uns das an. Bella, Isle, Abenteuer. Ja, wir bleiben bei schwer, hat ganz gut funktioniert. Auf geht's. It is rare to send an examiner on another mission so soon, but you have demonstrated your valor and worth. Here on this island, there is a mystery that lies beyond even our comprehension. Ach, das hat damit gar nichts zu tun, sondern ist ein ganz neues. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal die Wurzeln an. Da ist ein Stein. Den Stein kann ich nicht bewegen. Der ist zu schwer. Okay, der Rabe. Du hast was. Ständig klauen mir Krähen die Dinge, die ich brauche. Vielleicht kann ich es ihr abluchsen. Genau, ich kann jetzt nämlich mit dem Stein nach der Krähe werfen. Hat's bewährt. Ganz schlechtes Karma, würde ich sagen. Sowas habe ich hier. Und ich wusste natürlich, dass ich den Adler da brauche. Weil den kann man super hier einsetzen. Hier scheinen ein paar Teile zu fehlen. Richtig. Eine Flasche. Wir wurden belagert überall. Das Böse hält Einzug. Die Insel. Keiner kann entkommen. Ja, das werden wir ja noch sehen, ne? Eine Leuchtrakete. Ach nein. Ein neuer Brief. Ein neues Magigramm, genau. Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht, aber mein Bruder versichert mir, dass es dir gut geht. Wir sammeln die Crewmitglieder und Überlebenden des Unglücks auf und versorgen die Verwundeten. Irgendwas an dieser Insel ist sehr eigenartig. All unsere Bemühungen, den Strand zu überqueren, um ins Dorf zu gelangen, waren erfolglos. Unerklärliche Unfälle, verlorene Zeit, Kompasse, die nicht mehr funktionieren und wir scheinen sehr leicht die Orientierung zu verlieren. Falls du es geschafft hast, durchzukommen, dann ermittle bitte weiter. Wir werden schon einen Weg um diesen Zauberspruch herum finden. Die Gebrüder Grimm. Okay, und wir haben passend auch einen Magneten. Darunter ist ein Schlüssel, ich komme nicht daran. Guck mal. Geil. Ein Torschlüssel. Aber erst gucke ich mir die Lampe an. Die hängt zu weit oben. Ich muss sie mit etwas herunterholen. Natürlich musst du das. Nämlich mit diesem krummen Ast. Ernsthaft? Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Okay. Sieh dir die Symbole oben an und finde heraus, in welcher Reihenfolge sie sich befinden. Finde die nächsten drei Symbole in der Reihenfolge und lege sie in die leeren Quadrate ein. Okay, also. Quadrat, Kreis. Na, intuitiv würde ich jetzt sagen. Eins, dann die zwei. Zwei, dann die zwei. Drei. Also muss hier noch so eins. Dann das und ein. Ach so, ja, klar. Blöd. Was? Kann ich irgendwo Enter drücken? War das falsch? Es kann natürlich auch sein. Nein. Okay, ich würde sagen, ich probiere jetzt alle Möglichkeiten aus, da das, was ich mir überlegt habe, nicht funktioniert. Und ich keine Ahnung habe. Hatte ich das schon? Und das? Anscheinend. Okay, so. Also das, dann könnte das und das sein, ist aber nicht so. Das.
Dann könnte das oder das sein. Ist aber nicht denn das. Könnte das oder das sein. Oder halt das. Mit dem? Nein. Warum? Da hätte jetzt eigentlich ein... Na, vergiss es einfach. Was habe ich denn hier? Die könnte ich bestimmt gebrauchen, wenn ich sie nur irgendwie abgeschraubt bekäme. Hm. Können wir aber nicht. Da ist eine Barriere. Die Ranken sind zu dick, um sie durchzuschneiden. Kann ich sie mit der Laterne abkuckeln? Nein. Ah ja, hier muss die Laterne hin. Dann habe ich hier nämlich ein wunderschönes neues Wimmelbild. Übrigens bin ich gerade so gut drauf, weil ich meine Schiene los bin und jetzt wieder meine rechte Hand benutzen soll. Nicht mehr schon, also ein bisschen schon. Ich darf keine Bierkästen schleppen, wurde mir gesagt, und keine Sandsäcke. Und ich darf auch nicht Gewichtheben machen, aber ich soll ihn nutzen. Was mich natürlich super freut. Es entlastet vor allem jetzt auch wieder meinen linken Arm. Weil mein linker Arm jetzt langsam ja wieder wehgetan hat. Und weil ich den ja jetzt überstrapaziert habe. Und ja, Ende vom Lied. Ich freue mich. Und jetzt muss nur noch meine Schulter wieder irgendwie werden. Und dann klappt das alles. So. Ein Fingerhut. Da. Fernglas habe ich schon gesehen. Ein Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmelszelt, den schenke ich dir heute Nacht. Gott sei Dank, mehr wusste ich nämlich nicht. ein Ring, ein Ring. Alter. Da. Richtig. Yeah. Ich habe Glasreiniger gefunden. Eine magische Barriere umhüllt dieses Haus. Da ist ein Haus drunter. Die sollte ich durchbrechen können. Ja. Gerade nicht. So, dann gehen wir erstmal zum Tor. Du brauchst das Mittelstück. So, klar. Das ist ja viel, was ich machen kann. Oh! Hallo! All my spells reflect back on me. I defied the puppet thief for stealing our children. Now this is my punishment. I shattered the crystals that house the powers of an evil wizard, and I sent some of them away. When he discovered my deeds, he locked me in this mirror for eternity and cursed the island. I have had to watch, helpless, as villagers escaped or hid. Those of us that fought were cast into another realm. Though he is gone, his curse remains. Magic lingers here that will free us. You must seek it out. Ja. Okay, eine neue Nachricht. An unseren meisterhaften Detektiv. Mein Bruder hatte eine Vision einer jungen Hexe, die auf der Insel Magie ausübt. Wir wissen nicht, ob sie für das Gute oder das Böse kämpft. Also sei vorsichtig und halte Ausschau nach Leuten, die Magie ausüben. Wir versuchen, den Fluch zu brechen, der uns davon abhält, den Strand zu verlassen und ins Dorf zu gelangen. Sei auf der Hut. Magie hat diese Insel befleckt. Keiner ist vor ihrer Macht gefeit. Nicht einmal wir. Was für ein wunderschönes Fenster. Anscheinend fehlt ein Teil. Natürlich fehlt ein Teil. Ist das ein Messer? Ein dünnes Messer. Vielleicht finde ich etwas zum Aufstellen. Tatsache. Das wissen wir nicht. Na gut, dann gehen wir mal rein. Was ist das? Bonawachs. Mhm.
Ich weiß nicht, was ich weben soll. Ich habe kein Muster. Na klar. Ganz ehrlich, diese Kiste ist zu schwer, um sie zu bewegen. So geil. So geil. Ich habe kein Muster. Das ist ja klar. In der Zeit konnte noch nämlich jeder weben. Auch Männer. Hier sind eigentlich Schmetterlinge drauf, aber ich glaube, die zählen nicht. Alter, ich sehe kein Schmetterling. Ah! Ja, zu obvious. Zu obvious, vor allem, wenn die Maus drauf liegt, dann ist da eh vorbei. So, eine Gartenschere. Alter, verarscht ihr mich? Das ist doch keine Gartenschere. Das ist doch keine Gartenschere. Ein Flaschenzug. Die Stechpalme, von der wir jetzt wissen, was es ist. Ein Flachmann. Mal sehen, wie lange. Aber pst. Ein Flachmann. Das Sägeblatt hatte ich schon gesehen. Erdbeere. Mhm. Ein Kegel. Jetzt so ein... Ja. Und eine Eule, die habe ich auch schon gesehen. Ah, ich bekomme die Schere, nicht den Flaschenzug, okay? Ja. Das kann man nicht machen. Da fehlt uns immer noch was. Können wir denn mit der Schere das... Nein. Dann eben nicht. Hier haben wir noch eine... Was ist das denn? Die Stufen sind mit Dorn bedeckt. Es muss eine Möglichkeit geben, sie zu entfernen. Du kannst doch einfach hier außen rumlaufen. Bist du doof? Was? Hier war früher einmal etwas. Bist du blöd? Ja, das war eine rhetorische Frage, Alter. Wie Panne bist du denn? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Genauso wenig wie das hier. Na, hier war nur das. Wir gehen mal nochmal hoch. Das können wir aufschrauben. Haben aber nichts zum Aufschrauben. Bonawachs. Kann ich was einsetzen? Was sagt denn mein Tagebuch? Von der Hauptgeschichte kann ich es nicht nochmal lesen, ne? Scheiße. Ist egal. Wird schon. Ich muss sie irgendwie befreien. Ich pack Bonawachs da drauf. Oh! Ja, mit dem richtigen Werkzeug kann ich graben. Ich brauche die Zahlenkombination. Oh, aber das hier kann ich doch. Sieht wie das Muster für einen Wandteppich aus. Also so ein Vogel, ein Einhorn, eine Blume und eine Harfe. Ich brauche die Webschiffchen. Ah, na klar, mit ein bisschen Bohnenwachs. Fließt das alles? Das war ja einfach. Ja. Das. Na klar, also kennt man ja. Weißt du, machst du auf so ein Stück Stein ein Tuch drauf, das genauso aussieht, mit dem gleichen Dekor und schon... Klappt das alles.